Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem weiteren Video von den Top 5 Mangas. Wir sind jetzt nun zum letzten Verlag gekommen. In diesem Video werden wir einmal uns die Manga-Reihen von Carlsen uns anschauen. Und wie ihr seht, habe ich auch in diesem Fall schon wieder 5 Reihen. Ich versuche mich jetzt auch wieder ein bisschen kurz zu halten, aber es gibt da ein paar Reihen, die wirklich meine absolute Lieblinge sind und die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Ja. Und dann will ich auch gar nicht wieder so viel vorneweg reden. Eine Sache noch, lasst einen Daumen da oder macht ein Abo, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wie gesagt, wir werden dann auch einmal mit unseren Top 5 Reihen am Ende. Und am Ende des Videos sage ich euch, was eventuell meine nächsten Videos sein werden. Gut, dann würde ich auch sagen, dann fangen wir einmal an. Übrigens noch eine Sache, ich wirklich jetzt anfange. Ich habe diesmal wieder mein externes Mikro wieder angemacht oder mein zusätzliches Mikro. Sagt mal, wie es sich besser anhört, weil das Video davor mit Egmont, da hatte ich vergessen, mein Mikro anzustecken und habe das nur so über das Mikro vom Handy laufen lassen sozusagen. Ihr könnt ja einfach mal einen Kommentar schreiben, wie gesagt, wie euch das gefällt oder was euch vom Sound her besser anhört. Gut, jetzt aber wirklich einmal zum Start. Hat ein bisschen gedauert, ich musste einmal die Kamera ein bisschen so einstellen. Ist manchmal gar nicht so leicht mit dem Stativ und dem Handy das so zu machen. Okay, ihr seht schon, um was es in der ersten Reihe geht. Es geht um einen Boys Love Manga. Das ist ein Boys Love Manga, der meistens ziemlich unter den Radar läuft, weil viele schreckt das erste Cover vom ersten Band die Leute ab. Das ist einmal das hier. Unsere Manga-Reihe heißt einmal Kisuna. Ist ein reiner Boys Love Manga. Ist vom ersten Cover her, denkt man sich, was ist denn das für ein Scheiß so ungefähr oder um was geht's denn hier, ne? Da vergeht einem schon die Lust drauf und die Zeichnungen sind ja auch ziemlich alt. Also diese Manga-Reihe ist auch eine ältere Reihe. Das sieht man auch am Logo von Carlsen einmal, das ist noch das alte. Aber es ist eine sehr schöne Reihe. Ich glaube, die ist mit 8 Bänden abgeschlossen. Und ich habe jetzt noch mal ein anderes Cover genommen von Kisuna, das ist von Band 9 einmal. Das sieht schon besser aus. Ich weiß aber auch nicht, warum die Band 1 so ein bescheuertes Cover, sage ich jetzt mal, genommen haben. War jedenfalls für die Reihe nicht sehr förderlich gewesen. Und auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte, ich blende euch mal wieder den Klappentext hier ein, um verschiedene Paare in der Geschichte. Also eigentlich geht es um zwei Hauptpaare. Es gibt aber immer noch Nebengeschichten von noch so anderen Charakteren. Na? Aber ich stelle euch erstmal die Hauptpaare vor. Und zwar geht es einmal um das Paar hier und einmal um das Paar. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Unser Blondie hier heißt einmal Ranmaru und unser schwarzhaariger langer Typ, der heißt einmal Enjoji oder genau, Enjoji heißt der. In dieser ganzen Geschichte geht es eigentlich um einen Yakuza-Clan, der verschiedene Familienmitglieder hat und es geht auch, glaube ich, noch um andere Clans im Endeffekt. Ne? Und auf jeden Fall geht es um die Paare in den Clans darum. Und zwar unser Ranmaru hier, der ist eigentlich sozusagen der, wie sagt man das am besten, Nachfolger oder so, eines berühmten Yakuza-Clans. Und er will aber damit eigentlich nichts zu tun haben. Also er will eigentlich ein ganz normales Leben führen und mit den Geschäften, die sein Vater da macht, sozusagen nichts zu tun haben. Unser Enjoji und unser Ranmaru, die kennen sich schon seit ihrer Kindheit einmal und die treffen sich dann in der Schule einmal wieder. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe es natürlich einmal wieder hier ordentlich markiert, weil es gibt auch in diesem Manga pikante Szenen und die kommen nicht zu wenig vor, sage ich jetzt mal. Ne? Hier ist einmal unser Enjoji, der sieht aber im Laufe der Geschichte dann immer noch anders aus. Ne? Ich meine, ich habe am Anfang gedacht, das ist der, ne? Und dann habe ich weiter die Geschichte gelesen, hat er sich dann total verändert vom Aussehen her. Und hier ist unser Ranmaru einmal und die kennen sich schon lange und hier spielt es, glaube ich, noch in der Oberschule oder so. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Genau, und auf jeden Fall sind die schon sozusagen ein Paar, auf jeden Fall schon am Anfang der Geschichte. Also da ist nichts wirklich weiter zu der Beziehung eigentlich zu erzählen, außer wie die sich noch währenddessen entwickelt, welche Schicksalsschläge er hinter sich hat und was, wie er genau auf ihn getroffen ist und wie sich das halt alles so entwickelt hat. Ne? Unser Ranmaru ist eigentlich ein super schöner Typ, ne? Ist auch sehr gut gezeichnet, finde ich, im Gegensatz zu unserem Enjoji, den finde ich jetzt nicht vom Aussehen her so toll. Ne? Deswegen ist dieses Paar auch nicht ganz so mein Lieblingspaar der Geschichte, aber man sollte sich das schon lesen, um zu verstehen, wie die Familienaufstellung des Yakuza-Clans so ein bisschen ist. Ne? Und auch, weil die Charaktere einmal eine große Rolle in dem Ganzen spielen. Hier zum Beispiel wird jetzt auch nochmal ein Geheimnis gelüftet.
von der Familie von unserem Enjoji einmal und genau, und da kommt was ans Licht, aber weiter werde ich dazu einmal nichts sagen. Und hier taucht auf einmal der kleine Bruder, ist das glaube ich, oder große Bruder, ich glaube kleine Bruder, von unserem Enjoji auf und tut in dem Leben von unserem Paar hier, von unserem Ranmaru und unserem Enjoji ganz schön alles durcheinander bringen, denn unser, ja, ich glaube der heißt Kai. Und unser anderer hier, Enjoji, der heißt mit Vornamen Kay oder so ähnlich. Kai und Kay, also einmal mit E geschrieben, einmal mit A geschrieben. Ich glaube, er hieß mit A geschrieben, also einmal Kai und das ist unser Kay hier einmal. Jedenfalls, die zwei sind Brüder und er tut den Yakuza-Clan fortführen von sozusagen der Familie. Ich glaube, Sagano heißt die. Oder, genau, Sagano, genau. Jedenfalls führen die, ist das ein Yakuza-Clan, die sind aber Halbgeschwister, ne? Also die sind keine, die haben nicht dieselbe Mutter, genau, die haben nicht dieselbe Mutter einmal und deswegen ist das nur unterschiedlich. Deswegen, der Vater, der führt halt den Yakuza-Clan, wie das meistens so ist und unser Enjoji, der will das nicht machen und deswegen macht das unser Kai, aber der ist ja noch kein Yakuza-Boss, ne? Der ist halt sozusagen als Nachfolger gedacht und der muss sich da, der ist eigentlich noch viel zu jung. Und eigentlich noch viel zu naiv und unerfahren in dem ganzen Yakuza-Ding. Und er lernt das halt alles noch so. Gut. Nachdem er natürlich Blödsinn gemacht hat, unser Kai, wurde er von seinem Leibwächter und besten Freund sozusagen abgeholt. Jetzt lasst mich nicht lügen, wie der heißt. Einmal, ich weiß es nicht, steht bestimmt hier drin. Ich glaube, nee, JB oder anders. Ist ja auch egal. Er werde es ja selbst lesen, wenn er es liest. Und dann ist das nämlich hier das zweite Paar einmal. Ihr seht schon hier den Unterschied dazu, würde man gar nicht so erkennen, wenn man hier das Cover anschaut und sich hier die Paare anschaut, ist das schon ein ganz schön großer Unterschied vom Aussehen her, ne? Aber die zwei Männer hier sind einmal dieselben. Und auf jeden Fall, er ist hier von unserem Yakuza-Nachfolger sozusagen der Leibwächter und der beste Freund. Er kennt ihn schon seit Kindheitsbeinen an, wo er noch zur Grundschule oder in den Kindergarten gegangen ist und hat sein ganzes Leben ihn begleitet und so. Und unser hier, ne, Kai, der tut einmal immer auf harten Typen und coolen Typen machen, aber eigentlich hat er auch so eine süße Seite, die er dann immer zeigt, wenn er irgendwas will oder was weiß ich so, ne? Jedenfalls kann der große Bruder seinen kleinen Bruder nicht leiden, weil ja, er bringt einfach immer zu das Leben durcheinander und ja, beide sind da ein bisschen sehr verschieden. Genau, hier seht ihr noch einmal unseren Kai und seinen Freund und Leibwächter von Kindheitsbeinen an, kennen die sich ja schon, ne? Und das ist einmal das andere Paar, um das es in dieser Geschichte einmal geht. Genau, dann werde ich hier einmal weiterblättern. So, hier seht ihr auch nochmal die Paare, die es in dieser Geschichte halt gibt, ne? Was das für alles sind einmal. Und wie gesagt, die ganze Geschichte halt handelt halt vom Yakuza-Clan, der ihren Problemen, ihre Paare und alles Mögliche davon halt, was dazugehört, ne? Hier unser Kai kann auch manchmal ziemlich eifersüchtig sein, weil ich weiß immer noch nicht den Namen, hat sich dann mit einer Frau getroffen und es war aber was Geschäftliches gewesen und er denkt halt, er will ihn betrügen oder will die Frau heiraten oder was weiß ich, ne? Aber unser Kai geht auch noch zur Oberschule, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und dann haben wir hier noch ein drittes Paar, aber das ist nur eine Nebengeschichte eigentlich. In diesem Band, ich glaube zur Hälfte oder so, wenn mich nicht alles täuscht, lass mich mal nicht lügen. Genau, ab hier fängt das nämlich an mit dem anderen Paar von Jack und, wie heißt er, Keith oder so ähnlich heißt der Blonde hier. Also das ist einmal Jack und das ist einmal Keith, ne? Also ich finde, das Paar ist eigentlich immer noch mein absolut Lieblingspaar, ne? Also ich meine, der Typ hier sieht ganz anders aus und auch viel besser gezeichnet als unsere Hauptcharaktere in den anderen Bänden, ne? Und auch so, was er ist nämlich ein Scharfschütze und Auftragskiller und unser Kies, der Blonde hier, der hat unseren Jack hier einmal kennengelernt, als er noch klein war oder noch ein Jugendlicher und er hat dann auch wollte auch dann Auftragskiller werden oder Scharfschütze. Genau. Und jedenfalls treffen sich ihre Wege wieder. Vorneweg die Geschichte der beiden. Hier ist ja nur sozusagen wie eine kleine Bonusgeschichte, also nicht wirklich viel wird hier über die beiden erzählt. Es gibt noch ein Einzelband, auch von der Autorin, wo es da um die Geschichte der beiden hier geht, um Keith und einmal um Jack und so. Das habe ich auch und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Also, aber man muss einfach mal die Reihe Kizuna hier vorher lesen, um dann den Spin-off zu lesen, weil ein bisschen miteinander spielt das schon.
Ist aber nicht komplett davon abhängig. Also theoretisch kann man es auch einzeln lesen, aber wenn dann manche Aufträge kommen oder andere Personen dann da erscheinen, dann wäre es schon nicht schlecht zu wissen, was für eine Rolle die denn da spielen. Genau, und genau, unser Jack ist halt ein etwas älterer Mann und unser Keith ist halt noch ein junger Typ. Ne? Und hier wird halt einmal darüber geklärt, was der Auftrag ist, und dann tun sie mit anderen Leuten zusammenarbeiten und so. Und da wird ein bisschen so ihre Geschichte erzählt, also oder eher darüber, wie ihre Beziehung so ist zueinander. Genau, mehr möchte ich auch da eigentlich gar nicht reinplättern, sonst kommen wir wieder zu prekären Situationen einmal da. Entschuldigung. Genau, also es gibt, wie gesagt, zu der ganzen Geschichte nicht wirklich viel zu erzählen. Na, es geht um Yakuza-Clan und dann über verschiedene Paare, wie sich ihre Beziehung so ist, entwickelt, Höhen und Tiefen und wie das dann mit dem Yakuza-Clan alles so noch zusammenspielt. Na. Genau, mehr geht es darum gar nicht. Und die Charaktere, die mir eigentlich gut gefallen, sind halt einmal das Paar hier, einmal mit Kay und diesem Mann. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, keine Ahnung. Wenn es mir einfällt, schreibe ich es euch nochmal ins Video dann rein. Und einmal um das andere Paar hier, was zum Schluss in dem Band hier vorkam, mit Jack und einmal Keith. Genau, das sind so die beiden Charaktere, die mir ganz gut gefallen in der Geschichte. Und wie gesagt, bei Boys Love geht es mir hauptsächlich darum, wie sind die Charaktere, wie ist die Beziehung zu den beiden, ist ein bisschen Geschichte, Story halt ein bisschen mit drin und mehr muss auch gar nicht sein beim BL. Genau, so, das würde ich einmal dann auch beenden. Dann würde ich sagen, kommen wir einmal zur nächsten Reihe, die auch zu Carlsen gehört. Ich tue jetzt mal gerade hier ein bisschen zumachen, damit mein Stapel nicht rumfällt. Und zwar haben wir hier einmal eine ganz berühmte Reihe, würde ich mal so meinen. Und zwar einmal Fairy Tail. Das ist ein reiner Shonen-Manga. Der ist mit 63 Bänden abgeschlossen. Deswegen habe ich jetzt einmal auch Band 1 und Band 63 geholt. Also ich werde nicht in 63 so viel reinblättern, dass ich euch hier nicht übel spoilere oder so. Ne? Ich habe das jetzt bewusst mit 63 einmal geholt, weil ich euch was zeigen wollte. Vorneweg, ich werde euch natürlich erstmal was über die Geschichte hier erzählen. Genau, ich muss jetzt einmal gucken. Genau, hier könnt ihr nochmal stoppen und einmal lesen. Und zwar, die Geschichte handelt eigentlich um eine komplette Fantasiewelt. Und in dieser Fantasiewelt gibt es eigentlich verschiedene Magiergilden, verschiedene Magier. Es gibt normale Menschen, Städte und alles Mögliche, was halt so ist. Ne? Und die Geschichte handelt von einer Magiergilde, die sich Fairy Tail nennt. Und um unsere Hauptprotagonisten hier einmal unserem Natsu, der ist ein Feuermagier oder ein Dragon Slayer eher gesagt, der das Feuer beherrscht. Und einmal hier auch unsere Lucy, die ist eine hier Stellarmagierin und die kann halt Tierkreiszeichen beschwören. Ne? Also die hat dann verschiedene Schlüssel und die ist halt eine Beschwörungsmagie sozusagen. Ne? Es gibt aber in Fairy Tail oder in dieser ganzen Geschichte natürlich noch sehr, sehr viele andere Charaktere, sehr unterschiedliche Magier, unterschiedliche Magietypen. Und alles Mögliche. Und auch ganz verschiedene andere Gilden, Magiergilden noch so. Na, das dreht sich alles so ein bisschen darum. Die Fairy Tail Gilde, die ist ihren Hauptsitz. Naja, Hauptsitz, die hat nur einen Sitz. Die ist in Magnolia und das ist sozusagen da die Stadt, um die es sich hauptsächlich dreht. Und das Land, jetzt lasst mich nicht lügen, ich habe es glaube ich schon wieder vergessen, wie das Land heißt. Ach ja, Fiore heißt das Land. Darum geht es hauptsächlich. Na, es geht halt um das Land Fiore mit den ganz verschiedenen unterschiedlichen Gilden, Magiergilden und dann halt noch hauptsächlich um die Stadt Magnolia, wo Fairy Tail wohnt sozusagen und um die ganzen Charaktere, die in Fairy Tail sind, in der Gilde. Und deren ihre Geschichte, Vergangenheit, ihre Entwicklung und was die alle, die ganze Gilde noch alles für Abenteuer erlebt, auch die einzelnen Charaktere, die Abenteuer erleben und so. Ist eigentlich ein sehr schöner Schon, weil die ganze Magie ist super, super dargestellt und auch interessant, was es alles für Magietypen halt gibt, ne? Diese Dragon Slayer zum Beispiel, die sind ein Teil von dem, was sich als verlorene Magie bezeichnet wird. Und dann gibt es auch noch ganz viele Kategorien, was es halt an Magie so halt gibt, ne? Und so Magietypen. Also das ist hauptsächlich das, was mir halt, was die Geschichte so übelst interessant macht, ne? Die Charaktere zu kennenzulernen und die Magie, die sie beherrschen, ne? Wie alles so funktioniert, auch an Magie und so. Weil die ganze Welt besteht aus Magie sozusagen. Also im Endeffekt hat jeder
Mensch dort, der in dieser Welt lebt, Magie in sich. Na, es gibt halt aber auch normale Menschen, die zwar Magie in sich haben, aber diese nicht anwenden können. Also wo die, sag ich mal, die Stärke oder die Menge der Magie so wenig ist, dass die keinen Nutzen daraus ziehen können. Na, aber dieser Bestandteil, der keine Magie nutzen kann, ist halt sehr gering in der Welt. Und hauptsächlich gibt es halt sehr viele Magier, die ihre Magie nutzen, halt, um damit Arbeiten zu erledigen, na, um Geld zu verdienen halt. Deswegen gibt es auch diese Magiergilden. Und die kriegen halt Aufträge vom ganzen Land rein oder auch vom König selbst. Also es gibt in diesem Land auch eine Königsfamilie. Und die erledigen die dann kriegen sie ihre Belohnung. Und je besser eigentlich eine Gilde ist, desto profitabler und gefährlicher sind auch manche Aufträge. Ne? Also deswegen werden auch manche Aufträge in der Gilde, wie bei Fairy Tail, halt in Ränge eingeteilt. Also zum Beispiel gibt es halt A-Rang-Magier und S-Rang-Magier und die Stärke der Aufträge richtet sich natürlich nach dem Rang des Magiers. Ne? Unser Natsu ist natürlich am Anfang, glaube ich, nur ein A-Rang-Magier und es gibt aber auch schon am Anfang der Geschichte verschiedene S-Magier, S-Rang-Magier, die natürlich viel stärker sind als unser Natsu. Und die kriegen dann natürlich viel heftigere Aufträge und die sind dann natürlich viel besser bezahlt und so weiter und so fort. Gut, dann werde ich mal so ein bisschen reinblättern, damit ihr auch ein bisschen was seht. So, hier vorne ist unser Natsu natürlich abgebildet. Wie gesagt, der ist ein Dragon Slayer Magi und er ist unser Hauptprotagonist. Ne? Die Katze, die ihr hier seht, die ist einmal Happy oder Happy, wie viele es aussprechen. Und die ist sein bester Freund, Partner und begleitet ihn immer. Ne? Auch unsere Katze hier hat Magie, die kann nämlich fliegen einmal. Ich glaube, Air Magie oder so heißt das, keine Ahnung. Genau, hier seht ihr einmal noch. Ach ja, was auch noch wichtig ist, in dieser Welt, wie gesagt, habe ich gesagt, gibt es einen König, aber es gibt auch sozusagen wie einen magischen Rat. Also das ist sozusagen wie das Gericht für Magier. Na, wenn also Magier Blödsinn machen, gegen das Gesetz verstoßen oder irgendwas, dann richtet der Rat über sie und legt entweder den Gilden oder den Magiern Strafen auf oder sie kommen ins Gefängnis halt. Na? Es gibt also auch ein Gefängnis für Magier. Und hier am Anfang der Geschichte ist gleich schon mal der magische Rat, der sie zusammensitzt und über eine Gilde spricht, die schon wieder Unfug gemacht hat. Und wer weiß es? Es ist nämlich einmal Fairy Tail, die Unfug gemacht hat. Also Fairy Tail ist eine ziemlich wilde Gilde, die verschiedene Magier hat und die sozusagen, denen es egal ist eigentlich, was der Rat von denen will. Ne? Deswegen verstoßen die ja so oft gegen diese Regeln, die der Rat auferlegt hat immer, ne? Oder bestimmt hat und denen ist das egal. Hier seht ihr auch nochmal eine schöne Zeichnung von den verschiedenen Charakteren, die es in dieser Gilde gibt. So. Und das ist das Emblem von der Gilde, das soll eine Fee darstellen. Ne? Deswegen heißt diese Gilde auch Fairy Tail, weil es sich um Feen da dreht. Also, was genau jetzt da die Hintergrundgeschichte ist und weshalb das unbedingt eine Feengilde in Anführungsstrichen ist, das könnt ihr dann selbst nachlesen, wenn ihr die Geschichte lest. Ne? Dann wird das da nochmal erklärt. Ne? Aber ich finde es ist schon lustig, die als Feen zu bezeichnen, obwohl die voll die Rowdies eigentlich sind. Zum Beispiel unser Natsu hier, der prügelt sich halt gerne, also der tut immer ganz gerne kämpfen. Kämpfen ist für ihn eigentlich alles. Na, dann haben wir hier unseren Log. Das ist voll der Frauenheld hier. Heißt der Log oder Loki? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Genau. Das ist unsere Kanna, die ist eine Kartenmagierin und die trinkt halt hauptsächlich gerne. Na? Und hier haben wir unsere Lucy, die halt Beschwörungsmagierin ist. Hier haben wir unseren Makarov, das ist einmal der Gildenmeister. Das ist ein ganz alter kleiner Mann, aber der hat eine übelst starke Magie. Und ja, ist der Stärkste halt mit drin. Hier vorne ist einmal unser halbnackter Typ, der sich immer ganz gerne auszieht. Das ist unser Eismagier. Der heißt einmal Cray. Hier sind zwei Geschwister. Das ist einmal unsere Mira Jane und einmal unser Elfmann. Die sind. Na, wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen. Übernahmemagier sind das, glaube ich. Also die können verschiedene. Bei ihm ist es, glaube ich, immer, dass er immer solche Biester oder Monster halt übernimmt. Also er besiegt die und übernimmt dann eigentlich sozusagen fast ihre Seelen eigentlich und kann dadurch, oder naja, der ihren Körper eigentlich übernimmt, dann nicht die Seelen. Also er übernimmt den Körper und wenn er einen sozusagen übernommen hat, dann kann er sich jedes Mal in dieses Monster oder Biest, was es ist, verwandeln. Ne? Unsere Mira Jane, die ist auch so eine Übernahmemagierin, aber die ist vom Typ Satan her. Ne? Also das heißt, sie kann Dämonen sozusagen übernehmen halt. Ne? Wenn sie einen Dämonen besiegt hat und die Übernahme sozusagen gemacht hat, nenne ich das jetzt mal so, dann kann sie sich in den Dämon verwandeln und dann auch die Eigenschaften von dem Dämon dann anwenden. Das ist bei ihm genauso. Ne?
Gegner. Das Monster mit den jeweiligen Eigenschaften kann dann übernommen werden und dann auch angewandt werden. Da habt ihr schon mal so einen kleinen Einblick, was für verschiedene Charaktere mit verschiedenen Magien es da in dieser Gilde gibt. Ne? So, mehr werde ich auch jetzt dazu nicht ganz so sagen. Ich blätter hier nur mal ein bisschen rein, dass ihr so ein bisschen seht, wie die Zeichnungen sind. Die sind am Anfang, finde ich, nicht ganz so toll, weil, ja, ich meine, so allgemein die Städte und was ist sehr interessant gezeichnet. Ne? Man sieht schon sehr viel. Ne? Sind, die Charaktere sind auch sehr unterschiedlich gezeichnet, aber ich finde den Zeichenstil am Anfang noch nicht so gut. Deswegen habe ich euch Band 63 einmal geholt, weil ich wollte euch jetzt mal hier was zeigen. Das ist unser Natsu. Und hier haben wir unser Natsu am Anfang Band 1. Also ich zeige euch hier mal Band 1, wie er da aussieht, gezeichnet. Und hier ist einmal Natsu bei Band 2. Also ich finde, Band 2 ist ja schon beim letzten Band bei Band 63. Also ich finde, die Zeichnung hat sich in all den Jahren sowas von gebessert, ne? Wenn man auch hier die Covers mal vergleicht. Also hier ist es, finde ich nicht so toll, aber hier, wenn man das sich hier anschaut, ist einfach toll geworden, die Zeichnung von Hiromashima. Also ich muss sagen, da hat er sich total entwickelt und es ist einfach wunderschön geworden. Ne? Gut, dann zeige ich euch noch ein bisschen weiter was. Genau, also haben wir noch irgendwo was, wo Magie eingesetzt wird? Ich glaube, hier kommt bald ein Kampf. Genau, hier seht ihr auch schon mal Natsus Magie. Wie gesagt, er kann halt Feuer beherrschen und das Feuer, das er jetzt da hier abbekommen hat, dass einer ihn eingehüllt hat, sozusagen durch eine Feuerattacke, stört ihn nicht, weil er kann halt Feuer verspeisen. Er ist halt ein Dragon Slayer und sein Element ist halt das Feuer. Wenn er Feuer bekommt, dann kann er das mampfen und kriegt dadurch Kraft. Ne? Das ist so eine Spezialität des Dragon Slayers. Ne? Es gibt halt noch ganz viele andere Dragon Slayer, die es da gibt. Es gibt einmal so dieses Element Luft haben oder Metall oder Eisen, ne? Und noch ganz andere Licht oder Dunkelheit. Ne? Also es ist ganz breit gefächert, was halt Magie so alles hergibt, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Und hier seht ihr einmal Natsus Magie. Also ich finde die Kämpfe immer toll. So auch, wie die Kämpfe sich entwickeln, wie sie dann einmal so die verschiedenen Attacken einsetzen. Und hier ist auch einmal von der Zeichnung her gar nicht so schlecht, finde ich. Ne? Also ist schon toll dargestellt. Genau. Also die Kämpfe kommen eigentlich immer vor in jedem Band, ne? Also ist halt ein Shonen, da kommen halt Kämpfe vor, ne? Hier seht ihr einmal schon, hier flüchten sie schon vor den Runenrittern oder wie die genannt werden, einmal hier, weil sie die ganze Hafenstadt, wo dieser Kampf eben stattgefunden hat, total zerstört haben, ne? Die haben die Häuser und alles platt gemacht wie sonst was, ne? Also es ist eine sehr destruktive oder wie sich das nennt, Gilde, die immer alles zerstört, wo ein Kampf stattfindet, ne? Und hier ist schon wieder der Rat, der sich zusammengefunden hat und schon wieder darüber beratschlagt, was sie mit Fairy Tail machen sollen, weil sie schon wieder eine Stadt sozusagen in Schutt und Asche gelegt haben, wegen einem Auftrag, den sie erfüllt haben. Und hier seht ihr das Gildengebäude von Fairy Tail, wo die Gildenmitglieder sich hauptsächlich aufhalten. Genau, dann blätter ich hier nochmal so rein. So, ihr seht hier auch schon, die ganze Gilde ist einmal eigentlich ein Haufen kompletter Rowdies, die sich ihr Leben lang gerne bekämpfen und kloppen und was weiß ich alles. Ne? Und hier unser der Master oder Meister, Großmeister von Fairy Tail. Makarov, der ist halt einfach für die ganze Gilde zuständig und tut sozusagen die Magier, die für Fairy Tail Aufträge erledigen, halt sich darum um die kümmern und auch um die ganze Gildenzeug da, was da noch so ist. Genau. So, dann werde ich euch hier noch ein bisschen was zeigen, damit ihr noch ein bisschen die Zeichnung so ein bisschen was erkennt. Ich habe jetzt aber Seiten rausgesucht, wo jetzt kein großer Spoiler drin ist. Ne? Hier seht ihr nochmal so eine Kampfszene und ich finde, die hat sich so von der Szene halt, sind die echt krass dargestellt. Ne? Aber wie gesagt, es gibt hierzu auch noch ein Anime Fairy Tail natürlich, wie es halt auch immer so ist, den habe ich auch schon gesehen. Und ich finde den nochmal ein bisschen besser. Aber die Infos hierzu, die es in diesen Bänden hier gibt, sind einmalig. Ne? Die kriegt man so in den Anime dann manchmal nicht so ganz na, erkennen, würde ich hier jetzt nicht sagen, aber man bekommt sie halt nicht so sehr gut dargestellt. Ne? So manchmal. Deswegen finde ich so die ganzen Hintergrundinfos, die es einmal hierzu gibt, einfach im Manga einfach viel besser. Und man versteht noch ein bisschen besser die Geschichte. Des Ganzen hier, die Hintergründe und wie das alles, die Kleinigkeiten sich so zusammenfügen. Genau. Dann noch einen letzten hier.
Ah ja, wie, ich habe vergessen, noch was zu sagen, was ihr hier die ganze Zeit schon seht. Es gibt in dieser Welt auch Drachen, ne? Also diese Drachen, wie hier einmal, die spielen halt eine ganz große Rolle, ne? Und ja, die sind ein großer Bestandteil dieser Geschichte und auch von der ganzen Fantasy-Welt halt, ne? Von Fiore und auch anderen Ländern, die um Fiore sind, spielen das auch eine große Rolle, warum da und wieso halt jetzt da Drachen drin vorkommen oder nicht. Genau, das wäre es eigentlich zur Fairy Tale. Wie gesagt, das ist ein wunderschöner Shonen-Manga. Ich meine, 63 Bände sind ja natürlich nicht wenig Manga-Bände. Und aber für die Geschichte finde ich es vollkommen ausreichend. Na, es gibt ja jetzt auch schon so eine Spin-off-Geschichte sozusagen. Oder genau, einmal Fairy Tale 100-Year-Quest oder so ähnlich heißt das. Die sammle ich auch. Na. Da geht es nochmal darum, wo hier, es geht die Geschichte weiter, wo es hier in Band 63 geendet hat. Na. Da geht es nochmal um was anderes. Aber dazu möchte ich das jetzt nicht sagen. Ich wollte euch nur einmal Fairy Tale vorstellen. Weil ich werde jetzt auch, denke ich, in Zukunft nicht Fairy Tale 100-Year-Quest einmal hier vorstellen, weil die Hauptreihe Fairy Tale bleibt für mich Fairy Tale. Ob das jetzt dann noch die andere Reihe 100-Year-Quest dazukommt oder nicht, ne? Das ist jetzt was anderes und ich finde, es gehört einfach zu Fairy Tale mit dazu und deswegen werde ich die Reihe jetzt nicht nochmal extra vorstellen oder da reinbringen. Genau, es ist halt, eine, wie gesagt, eine schöne Schonengeschichte mit sehr viel Magie. Vielen Kämpfen und sehr viel Humor natürlich. Einmal super wunderschöne Charaktere, die alle sehr unterschiedlich sind und alle eine super tolle Hintergrundgeschichte haben und sich super entwickeln sozusagen noch. Ne? Das macht den Charme von Fairy Tail halt aus. Und ja, es war, muss ich ehrlich gestehen, meine erste Shonen-Reihe, die ich jemals gelesen habe. Ne? Gesammelt habe ich die Bände erst viel später, aber gelesen hatte ich die oder gesehen, sage ich jetzt mal, im Endeffekt hatte ich die schon vorher, weil ich hatte den Anime als erstes gesehen. Und dachte mir so, naja, mal gucken, was das so ist. Hatte ich mal einfach so mir angeguckt und dann war ich total geflasht und sie ist bis heute eigentlich noch meine beste oder allerliebste Schonreihe, die es gibt. Gut, das wäre es dazu und dann würde ich sagen, kommen wir einmal zur nächsten Reihe. Unsere nächste Reihe von Carlsen ist einmal wieder ein BL, also ein Boys Love. Genau, also wie gesagt, ich wollte ja immer ein bisschen verschiedene Genre reinbringen, aber ich konnte an diesem Boys Love nicht vorbei. Den musste ich halt einfach mit reintun, weil der war eigentlich von vornherein geplant, dass ich den vorstelle als meine Top 5. Der heißt einmal Jinjo Romantiker und in dem geht es halt um verschiedene Charaktere halt und die haben einen. Die sind alle miteinander verbunden, sage ich jetzt mal. Also es sind keine Extra-Geschichten, die kommen alle irgendwie in der Geschichte und in dem Universum, in dem es die Geschichte spielt, einmal vor. Und die Reihe, die hat jetzt 25 Bände. Also in eine BL-Reihe geht eigentlich normalerweise nur bis 10 Bänden oder maximal 15 Bänden oder so. Das ist schon lang. Aber diese Reihe, ich glaube, es gibt keine Boys Love-Reihe, die länger ist oder mehr Bände hat als Jinjo Romantica. Also Jinjo Romantica, die läuft auch noch mit 25 Bänden, also sie ist noch nicht abgeschlossen. Ne? Viele würden jetzt natürlich sagen, ja, was will man da so großartig berichten? Ne? Von der Geschichte her, Boys Love, da spielt ja manchmal meistens nicht so wirklich die Handlung und so richtig. In dem Fall würde ich das auch genauso sagen. Es gibt hier keine allzu große Geschichte in der Reihe. Ne? Ich werde euch mal den Klappentext einmal hier einblenden. So, könnt ihr einmal wieder Stopp machen. Hauptsächlich geht es in der Reihe um das Paar hier einmal. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen den Namen. Also diese ist unser Bestseller-Autor Usagi. Der ist ein sehr reicher Typ, der kommt auch aus einer reichen Familie. Und unseren Schüler oder Studenten, was er dann später ist, einmal unseren Misaki. Die zwei geht es hauptsächlich. Es kommen aber auch noch andere Pärchen drin vor. Ich glaube, noch zwei andere Paare, die dann ab und zu immer dann ihre eigenen Kapitel in der Geschichte da oder in der Reihe dann noch kriegen. Und ja, eigentlich geht es in der Geschichte halt darum, wie unser Usagi und unser Misaki sich treffen und zu einem Paar werden und wie die Geschichte sich so entwickelt. Ne? Wie gesagt, unser Usagi ist halt ein reicher Typ, der seinen eigenen Kopf hat. Er ist zwar ein Bestseller-Autor, ne, und alle lieben ihn natürlich und so, aber er ist halt eigentlich ein fauler Typ, ein reicher Typ und er macht das, zu was er Lust hat. Ne? Also wenn
er sonst was für krumme Dinger macht oder, sag ich mal, total bescheuerte oder was weiß ich, dann ist immer eine Antwort, die er gibt, warum er das macht, ja, weil er es kann oder weil er es einfach möchte. Ne? Das ist so seine Devise. Ne? Er macht das halt, weil er es möchte und da kann ihn keiner aufhalten, so ungefähr. Ne? Genau. Und unser Misaki, der trifft irgendwann unseren Usagi hier, weil sein von Misakis Bruder, die zwei sind befreundet, also Usagi und unser der Bruder von Misaki, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, habe schon wieder vergessen. Die sind befreundet und dadurch trifft halt Misaki den Usagi und am Anfang der Geschichte ist halt der Usagi der Nachhilfelehrer für Misaki, damit er schafft, auf diese Uni zu kommen, auf die er will. Ne? Weil Misakis Noten sind halt nicht die besten am Anfang der Geschichte. Und der Usagi hilft ihm dann, weil sein Freund ihn darum bittet, dass er seinen Bruder sozusagen unterrichtet und ihm hilft wegen dieser Prüfung. Und da beginnt ihre Geschichte, dass sie sich näher kommen, wie die einzelnen Charaktere dann miteinander umgehen und so, weil unser Misaki ist eigentlich ein ruhiger Typ, der sich für alles tut, um seinen Bruder es leichter zu machen, weil die zwei Brüder, also Misakis Bruder und er, sie leben alleine, weil ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Und der Altersunterschied zwischen den zwei Brüdern ist schon etwas größer. Und dadurch konnte damals der Bruder von Misaki sich um ihn kümmern und hat sich dann halt fast das ganze Leben lang um Misaki halt gekümmert und ihn sozusagen aufgezogen. Und die zwei Brüder hatten es halt nicht leicht, ne, ganz alleine und so. Und unser Usagi hier, der war schon lange bevor die Eltern der beiden Brüder gestorben sind, mit dem Großbruder befreundet. Und genau, der kennt die Familie schon ewig und so. Aber irgendwie haben unser Misaki und Usagi sich bis dato, bis zur Oberschule oder bis kurz bevor Misaki Student geworden ist, nicht getroffen. Oder jedenfalls haben die sich nicht so wahrgenommen, ne? Genau, es geht halt, wie gesagt, um die Beziehung der beiden, wie die sich entwickelt. Und das größte Problem bei den beiden ist halt, dass die ihre Beziehungen geheim halten. Ne? Aber das passiert halt auf Misakis Wunsch, weil, wie gesagt, unser Usagi ist halt Bestseller-Autor. Er steht in der Öffentlichkeit und verkauft halt Bücher und ist berühmt. Ne? Das ist halt der Frauenschwarm und was weiß ich. Und sein Freund und Verleger von unserem Usagi hier, der hat natürlich dann auch seine Finger noch im Spiel und weist dann unser Misaki zum Beispiel darauf hin, dass es zum Beispiel nicht so gut wäre, wenn rauskäme sozusagen, dass Usagi auf Männer steht. Ne? Und naja, wie es halt immer so ist in der Öffentlichkeit, wenn öffentliche Person, dann ist das für viele dann halt ein Skandal und so. Ne? Und unser Misaki will halt niemandem Probleme bereiten. Das ist so das Merkmal von Misaki. Ne? Er versucht immer Probleme aus dem Weg zu gehen oder erst gar keine Probleme entstehen zu lassen. Ne? Oder dass er die Ursache für Probleme ist. Das ist hauptsächlich so seine Angst oder seine Sache, was er zu verhindern versucht. Ne? Er möchte halt in dem Sinne halt Usagi nicht im Weg stehen von seiner Karriere her und ihm keine Probleme in dieser Richtung bereiten. Ne? Aber unser Usagi, dem ist das total egal. Und er möchte am liebsten die Beziehung öffentlich machen, aber er nimmt auch Rücksicht in dem Sinne auf Misaki und ja, genau, tut dann auf Misakis Wunsch hin halt die Beziehung geheim halten. Ne? Und die Beziehung ist aber in dem Bekanntenkreis von Usakis Bereich auf jeden Fall schon sehr weit verbreitet, aber wie gesagt, die Öffentlichkeit weiß davon nichts. So ein kleiner Einblick mal in die Beziehung der beiden und was es so da geht, ne? Aber so allgemein werde ich jetzt dazu jetzt nichts mehr sagen, sonst gehe ich einfach zu tief in die Story rein. Ich werde euch schon mal ein paar Bilder zeigen. Ach so, hier ist auch was, was noch vielleicht ganz wichtig ist, was genau am Anfang der Geschichte hier vorkommt, ne? Also hier kommt unser Misaki einmal in die Wohnung von unserem Usagi und er weiß ja, dass er ein Bestseller-Autor ist, ne, und will dann dort Privatunterricht bei dem nehmen. Und hier sieht er auch schon seine Werke, die er schon da geschrieben hat. Und auf einmal kommt er an so ein Werk, wo er denkt, hä, was ist denn das? Ne? Oder wer hat denn das geschrieben? Weil der Autor ganz anders heißt. Ne? Aber im Endeffekt hat unser Usagi so eine BL-Reihe geschrieben halt. Ne? Also der ist ein Boys-Love-Autor, ne, und stellt halt auch solche Bücher her. Ne? Und ich glaube, vorher war er Mystery-Autor oder was anderes?
Keine Ahnung, was für ein Genre er jetzt da vorgeschrieben hat. Jedenfalls hat er noch ein Alias und unter dem Namen tut er dann halt solche BL-Reihen sozusagen veröffentlichen. Na, Misaki blättert da durch, der denkt sich erstmal dabei nichts und er weiß in dem Moment fast auch, glaube ich, noch nicht, wer der Autor ist. Aber er stößt auf was. Ich glaube, hier wird es nicht gezeigt. Genau. Er stößt auf was. Das werde ich jetzt nicht verraten, was das ist, was er in dieser BL-Reihe da sieht. Er wird nur von dieser Information so wütend, dass er in das Zimmer von unserem Autor da stürmt. Und dann bekommt er da schon den nächsten Schock. Also ich habe ja gesagt, unser Ozaki ist halt ein verwöhnter, kleiner, reicher Junge im Endeffekt, in Anführungsstrichen. Und so sieht auch sein Schlafzimmer aus. Ne? Also der hat da alles, was man haben kann an möglichen Spielzeug. Also der ist da ganz vernarrt in so Sachen, was in Anführungsstrichen normal ist, ne? Oder was normale Menschen haben im Endeffekt. Ne? Also er will immer sozusagen wie eine normale Familie haben, sich ganz normal irgendwas da machen, normalen Namen sich ausdenken für seinen Teddy hier zum Beispiel. Also der sammelt ja alles, ne? Der hat auch eine ganze Sammlung von Teddys, von Riesen, ne? Was hat dann da noch einen Zug oder eine Gleise hier? Da hat er auch ein ganzes Zimmer davon. Also der hat so ein Riesenhaus mit verschiedenen Zimmern und die sind vollgestopft mit irgendwelchen Kram von oben bis unten, die halt Ozaki sammelt, ne? Weil er die einfach toll findet oder weil er die einfach haben möchte. Ne? Und das ist so ein bisschen die andere Seite von unserem Ozaki. Ne? Ozaki sage ich immer, Ozaki heißt der ja. Genau, also eigentlich heißt er ja Akihiko Usami heißt er, ne? Aber er wird immer von Misaki Usagi genannt, ne? Eigentlich, ich glaube, das heißt Hase oder irgend sowas, ne? Oder Häschen, keine Ahnung. Jedenfalls, genau, er sagt nicht zu ihm Akihiko Usami zu ihm, sondern er sagt immer Usagi. Ich glaube, es steht auch einmal hier. Oder hier steht es noch nicht. Nee, steht hier noch nicht. Genau, aber er nennt ihn immer so auf jeden Fall, ne? Genau. Dann werde ich nochmal hier einmal weiterblättern. So. Hier seht ihr auch, dass nach einer bestimmten Geschichte ist Misaki sehr aufgebracht und emotional, ne? Und er weint dann halt einfach. Und der Ozaki, der bleibt halt dann ruhig, obwohl die Situation, so viel verrate ich schon mal, eigentlich ihn betrifft. Und er eigentlich diese Reaktion vielleicht hätte zeigen müssen. Aber Misaki zeigt in dem Moment, es macht ihn halt traurig, was er gerade da erfahren hat und so. Aber ich werde jetzt nicht verraten, was genau das für eine Informationen da war, die sozusagen die ihn so aus den Fugen gerissen hat. Ne? In dem Moment hier, als Usagi sieht, dass Misaki eigentlich für ihn weint, verliebt er sich sozusagen in ihn. Und da beginnt die Geschichte der beiden. Ne? Also da beginnt ihre Beziehung eigentlich dort. So, hier seht ihr auch schon mal seine Antwort. In dem Sinne heißt es, weil es mir Spaß macht. Ne? Er hat Misaki mal wieder aufgezogen oder irgendwas gemacht, was ihm gar nicht gefallen hat, und er fragte, warum er das macht, ne? Und er sagt, weil es mir Spaß macht, ne? Also dieser Typ ist ein ganz schwieriger eigentlich. Also wenn man den privat treffen würde, ich weiß nicht, ob da jeder mit dem zurechtkommen würde. Also auch in dieser Geschichte hier kommt überhaupt nicht jeder mit dem zurecht, ne? Der seinen wahren Charakter natürlich kennt von außen her, also für die Fans und so, sondern natürlich ganz anders dargestellt. Gut, dann kommen wir hier einmal zu unserem anderen Paar. Ein Moment, wie heißen die hier? Hiroki und einmal Novaki heißt der einmal. Novaki ist, jetzt weiß ich gar nicht mal. Also Hiroki ist er hier und Novaki ist einmal er hier. Ne? Die sind beide in dem, wo ihre Geschichte beginnt, einmal noch Studenten und, ah nee, er ist Student und er ist hier Lehrer auf dieser Uni, ne? Und die beiden lernen sich dann dadurch kennen und werden dann irgendwann ein Paar. Genau. Das wäre einmal so eine andere Geschichte. Ich habe jetzt hier das nur einmal so sporadisch hoch, einmal sporadisch so angerissen, weil, naja, das Paar gefällt mir nicht so ganz. Ne? Also es ist jetzt nicht das, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, das catcht mich total oder das Paar mag ich absolut. Ne? Das ist in dem Fall nicht so. Deswegen wollte es euch aber nur zeigen, dass es auch noch ein anderes Paar gibt, außer Misaki und Usagi. Ne? Gut, hier am Ende ist nochmal eine kleine Nebengeschichte, die total lustig ist. Unser Misaki ist krank geworden und unser Usagi kommt einmal vorbei und bringt ihm so einen Präsentkorb halt. Ne? Und er will halt bei ihm bleiben. Misaki legt sich natürlich wieder hin. Und unser Usagi ist total unfähig, einen Apfel zu schälen. Er hat gesagt zu dem Misaki halt, er will was für ihn tun. Ne? Und er sagt, er schält ihm Apfel und im Endeffekt tut er sich so in die Hände schneiden und im Endeffekt hat er
fast nichts raus von dem Apfel, was er da geschält hat. Also, naja, der, wie gesagt, der Typ ist total unfähig. Der kann überhaupt nichts machen, außer Bücher schreiben, und im Endeffekt ist er ansonsten total aufgeschmissen, ne? Deswegen wird Misaki, entwickelt sich die Geschichte einmal so, dass Misaki bei Usagi einziehen wird und sozusagen den Haushalt für ihn schmeißt. Na, dafür lässt Misaki einmal kostenlos bei ihm wohnen, und Misaki kümmert sich halt um das Ganze. Na? Aber wieso, weshalb der da einzieht und so, das verrate ich jetzt nicht. Das müsst ihr selbst schon nachlesen. Und ja, wie gesagt, mit 25 Bänden denkt man sich, die Geschichte gibt da echt nicht viel her, und sie zieht sich halt. Na? Es kommt immer ein Drama nach dem anderen. Und so, es wird natürlich auch noch viel über die anderen Charaktere oder die anderen Pärchen berichtet, also wie Nowaki und Hiroki, das ist auch ein Teil des Pärchens. Es gibt aber noch ein drittes Pärchen, das dann auch nochmal eine Rolle spielt. Und wie gesagt, das zieht sich so durch die ganzen Bände hindurch, und hauptsächlich geht es aber um unsere beiden hier, die auf diesem Cover abgebildet sind, und wie die Geschichte von den beiden ist, ne? Wie die Entwicklung ihrer Beziehung ist und wie die Charaktere sich auch entwickeln, ne? Was sie dann im Alltag für Entwicklung haben, beruflich und privat, ne? Genau, was mich an dieser Reihe so fasziniert oder warum ich die so toll finde, ist einfach die Charaktere von Misaki und Usagi, ne? Die anderen zwei Paare interessieren mich eigentlich nicht so wirklich, ne? Aber Misaki und Usagi sind ein sehr, sehr süßes Paar. Und auch von ihren Handlungen und auch von ihren Macken und was ja alles da so ist, ne, es passt einfach, ne? Ich mag die, und ich habe die beiden total ins Herz geschlossen, und ich freue mich immer, wie sich ihre Beziehung so entwickelt. Aber ich freue mich eigentlich mehr noch drüber, wenn eine wirkliche Entwicklung dann mal oder eine wirkliches entscheidendes Ereignis mal dann stattfindet, ne? Weil ich habe ja gesagt, die Bände sind mit 25 Bänden jetzt, ne? Hier, der erste Band ist natürlich noch normal dick, aber je länger die Reihe geht, desto weniger an Dicke hat dann irgendwann der Band. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt sogar schon ungefähr hier so, also ist schon ganz wenig geworden, ne? Also es wird nicht gerade mehr, sozusagen, die Dicke von dem Band, ne? Und die Beziehung zieht sich halt immer so. Ehe da mal eine Wendung kommt oder eh mal ein großes Ereignis pa passiert, ne, was da mal ist, dauert das ewig, ne? Und dann wird halt immer noch viel Drama reingestreut, was vielleicht hätte gar nicht sein müssen oder so, ne? So, und das wäre so die Geschichte. Also, wer diese Charaktere oder gar nicht so liebt und die Geschichte, dann ist halt nicht so ansprechend, ne? Dem würde ich das nicht so halt so empfehlen, ne? Weil 25 Bände sind schon mit der Reihe schon teuer, wenn man sich jedes Mal da so ein Band kauft. Ich meine, die Reihe kommt nur so 2 bis 3 Neuerscheinungen, also neue Bände pro Jahr bekommen die, also ist nicht wirklich viel, ne? Gut, dann wäre ich auch schon einmal durch mit der Reihe, und dann machen wir einmal schon die nächste. So, mal gucken, was wir haben. Ich nehme nämlich einfach mal vom Stapel hier. Ach ja, jetzt habe ich hier schon was. Und zwar unseren Dr. Stone. Also ich denke mal, jeder kennt Dr. Stone, ne? Also da muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen, ne? Das ist ja schon bekannt. Die Reihe ist auch nicht ganz so alt, ne? Die ist eigentlich ziemlich neu, kann man schon sagen. Aber die läuft jetzt schon bestimmt 2 Jahre oder so. Oder vielleicht doch länger. Naja, auf jeden Fall, Dr. Stone hat zurzeit 18 Bände, wenn mich nicht alles täuscht. Und der läuft auch noch. Genau. So, ich halte euch mal wieder den Klappentext rein, damit ihr wieder lesen könnt. Wie gesagt, hierzu gibt es auch einmal noch einen Anime, der bis. Ist der schon bis. Läuft der schon bis zum 18. Band, oder? Ah, nee, 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 nee. Der läuft nicht so weit. Genau. Im 18. Band ist schon ein neuer Arc, und ich glaube, die Anime enthält nur 2 oder 3 Arcs, wenn mich nicht alles täuscht von der Geschichte. Ich kann jetzt aber nicht sagen, bis wohin genau der Anime geht mit den Bänden. Genau, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann euch noch ein bisschen was zu Dr. Stone erzählen. Und zwar ist Dr. Stone spielt die eigentlich in einer wie jetzigen Welt mit ganz normalen modernen Gerätschaften und Entwicklung der Menschheit und so, ne? Das Lustige, naja, Lustige kann man jetzt nicht sagen. Das Entscheidende, was bei dieser Geschichte halt passiert ist, dass auf einmal alle Menschen versteinert werden, also wirklich alle, da ist keiner, der nicht versteinert wurde, und tausende von Jahren, ich glaube 5000 Jahre später oder doch nur 3000, ich weiß es jetzt ganz genau nicht so, erwacht unser Hauptprotagonist auf. Das ist einmal der hier, das ist einmal unser Dr. Stone, wie heißt denn der? Ich habe schon wieder vergessen, einen Moment, ich gucke nach.
Oh, Senku. Wieso kann ich mir den Namen nicht merken? Genau, unser Senku, der wacht als erstes auf und er hat während seiner Versteinerung von diesen Tausenden von Jahren immer die Zeit mitgezählt. Ich frage mich, wie sowas eigentlich geht, wie man da so viel mitzählen kann, wenn er auch zwischendurch immer zu das Bewusstsein verliert. Aber das ist eine andere Sache, was dann halt so ist. Jedenfalls ist es so, dass er genau die Zeit mitgezählt hat, die er versteinert war, und wo er aufwacht, weiß er genau, welches Jahr die haben und welche Zeit genau ist, ne? Und wieso, weshalb ausgerechnet er jetzt aufgewacht ist, werde ich jetzt nicht genauer ausführen. Das müsst ihr selbst lesen. Auf jeden Fall ist es so, dass er mit der Zeit immer mehr Menschen aufwachen lässt und er zu, als erstes seinen besten Freund von seiner Highschool, wo er da war, auch aufwachen lässt. Und dann bauen die halt die Welt, die es früher gab, von jetzt, von dieser Steinzeitwelt komplett neu auf. Ne? Die haben ja das Wissen von dieser vorherigen Zeit, bevor die Steinzeit in Endeffekt kam, wo die Versteinerung begonnen hat, ist ja noch alles da. Ne? Aber die können dann halt die Entwicklung oder die Technologien, die gibt es ja halt nicht mehr. Ne? Alles ist in diesen Jahrtausenden verrottet und kaputt gegangen und es gibt keine Aufzeichnung mehr über ein gewisses Dings. Ne? Und deswegen müssen die alles, was die wissen, halt nur von ihrem Gedächtnis wiederherstellen, an Geräten, an Entwicklung, an Medizin und was weiß ich. Ne? Und das wird halt super dort erklärt und dargestellt. Und unser Dr. Stone, also unser Senku, ist einmal dieser schlaue Kopf, das war er schon immer in der Schule, der hat schon von Kindheitsbein an Naturwissenschaften, Chemie, Physik und alles sowas super gelernt und er hat sich dafür interessiert, ne? Und er ist halt der schlaue Kopf und er tut die Ideen für diese Entwicklung oder wie die die herstellen können, sozusagen weitergeben und dann stellen die Leute, die entsteinert wurden und so das alles wieder her, ne? Genau, es in dieser Geschichte dreht sich es halt hauptsächlich darum, dass die herausfinden wollen, warum oder wie es zu dieser Versteinerung gekommen ist. Das ist so der rote Faden dieser Geschichte. Der weitere rote Faden ist einfach, wie die halt diese menschliche versteinerte Welt dann halt wieder aufbauen wollen, zu ihrem alten Glanz verleihen wollen, wieder zu modernen Technologien führen, zu modernen Medizin und alles Mögliche, ne? Das ist der andere rote Faden, um den es geht, ne? Und es geht halt auch darum, dass diese Welt eventuell doch ein paar Bewohner hat und der ihren Geschichte dann, ne? Genau, mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich blätter dann, glaube ich, noch mal ein bisschen rein, dass ihr noch was seht vom Zeichenstil her. Also ihr seht hier auch schon immer, es ist auch immer noch so eine Farbseite da, wie die ich sehr gut finde. Hier seht ihr auch schon mal die Versteinerung, wie die dann ausbrechen. Also wenn die einmal aufwachen, dann können die ihre restlichen Steinschichten, nenne ich das jetzt mal, dann gut sozusagen abbröckeln lassen. Ne? Und auch die Zeichnungen sind super. Ne? Also Boichi ist ein super Zeichner. Ich habe auch von Boichi noch zwei andere Reihen, einmal Wallman und einmal Sunken Rock. Und ich liebe diese Zeichnung von ihm. Ne? Also die Charaktere sehen natürlich dann durch diesen Art von Zeichenstil immer etwas gleich aus. Aber es ist einfach wunderschön anzusehen, finde ich. Ne? Also deswegen habe ich auch Dr. Stone eigentlich gewählt, weil die Geschichte habe ich erst gar nicht so im Vordergrund gehabt, um was es geht. Ich habe einfach die Zeichnung gesehen und habe gesehen, dass es von Boichi ist und dann wollte ich einfach die Geschichte haben. Ne? Und aber als ich dann die Geschichte hier gesehen habe, dass es um Versteinerung geht und dass es um die Entwicklung geht, wie die Menschheit wieder von Null auf aufbauen. Hier seht ihr auch schon mal den besten Freund von Senku. Und um den geht es auch. Das ist auch mit einer der wichtigen Charaktere, die in dieser Geschichte vorkommen. Und hier seht ihr einmal die Versteinerung, die dann urplötzlich dann kam und die alle Menschen auf der ganzen Welt versteinert hat. Ne? Hier seht ihr auch schon mal, auch im Flugzeug, selbst die im Flugzeug waren, die und nicht auf der Erde, die haben es wurden versteinert. Und genau. So, dann seht ihr hier auch nochmal den Zeichenstil. Das ist auch noch eine Charakterin, die auch eine wichtige Rolle spielt, die auch versteinert wurde. So. So, hier wacht unser Gorilla, nenne ich ihn mal, auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der beste Freund eigentlich heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es mit den Namen ehrlich nicht so, ne? Auch wenn ich die Geschichte weiß, um was es sich dreht und einige Details auch manchmal kenne, aber so Namen, keine Ahnung, manchmal fällt es mir echt schwer, diese Namen hier zu merken, ne? Also wie genau wie Senku, wo ich mir dann denke, ich weiß doch eigentlich, wie der hieß, ne? Und so, aber naja, genau. Hier wacht am Anfang der Geschichte unser Gorilla auf und er merkt dann halt einfach, dass die Welt versteinert wurde, findet seine Freundin, diese Yusuriha. Yusuriya
oder so ähnlich wie der heißt dann. Ich kann das schlecht so aussprechen. Und dann trifft er halt wieder seinen Freund Senku, der vor ihm schon aufgewacht ist aus der Versteinerung und schon angefangen hat, ein Leben aufzubauen oder schon Entwicklungen gemacht hat, wie Kleidung, wie ihr hier seht, oder Waffen und Werkzeug, wie hier einmal ein Hammer hergestellt hat und so, ne? Genau. Dann sind auch natürlich die Entwicklung auf dieser Welt ganz anders, ne? Die Menschen, die stehen natürlich nicht mehr oben auf der Nahrungskette, sondern wie hier schon steht, am Ende der Nahrungskette, weil hier in dieser Welt ist dann das nur der Stärkste überlebt und die Menschen haben natürlich nichts mehr, wo sie mit ihrer Stärke unter Beweis stellen können und die Herrschaft, sage ich mal, über die Nahrungskette haben. Und deswegen müssen die Menschen wie schon in der Steinzeit darum kämpfen zu überleben und es ist auch in diesem Fall hier so. Na, es gibt dann aber auch natürlich so starke Typen wie ihn hier. Hier haben sie auch jemanden entsteinert, der super gut kämpfen kann, aber dafür von nichts von Technologie und Wissen so am Hut hat. Ne? Also der hat vom Wissen her, ist der nicht so schlau wie Senku, aber dafür hat er die Körperkraft, die Senku nicht hat. Ne? Senku ist kein Kämpfer, der ist eher ein Denker und dieser Typ hier ist eher ein Kämpfer anstatt ein Denker. Und unser Gorilla hier, der hat halt eine übelste Ausdauer. Ne? Der ist kein Kämpfer. Also er mag es nicht, Leute oder hat die Devise, Leute nicht zu schlagen. Ne? Sondern er steckt lieber ein und beschützt dadurch andere, ne? Und deswegen hat er eine übelste Ausdauer, ne? Das ist so sein Merkmal, das ihn ausmacht, ne? So. Genau. Und wie gesagt, eigentlich geht es in dieser Geschichte darum, herauszufinden, wie es zu dieser Versteinerung gekommen ist und dass sie alle Menschen, die noch versteinert sind, jetzt aus dieser Versteinerung befreien wollen und dass sie die Welt wieder zu ihrem alten Glanz verleihen, also die Technologien wieder aufleben lassen, das Wissen, das sie noch in ihren Köpfen haben, wieder Wirklichkeit werden zu lassen, na, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Darum geht es in dieser Geschichte und was das Schöne ist, neben den Zeichnungen, die mir natürlich sehr gut gefallen, ist die Idee der Geschichte von einer Steinwelt dann noch die ganzen Technologien, wie die hergestellt werden, aus welchen Materialien und wie die das dann alles machen und so. Und dann auch noch die ganzen Charaktere, na, die es da noch gibt. Na. Das sind ja sowas von unterschiedliche Charaktere und alles. Na. Also das ist ganz interessant. Und deswegen möchte ich jedem ganz gerne diese Reihe ans Herz legen. Aber ich weiß, die Reihe ist auf jeden Fall schon ziemlich bekannt. Und ich denke mal, die meisten haben die auf jeden Fall. Na. Deswegen, genau, gibt es eigentlich zu der Reihe jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Und dann würde ich sagen, kommen wir einmal noch zu unserer letzten Reihe, wenn mich nicht alles täuscht. So, und unsere letzte Reihe ist mal ein Slice of Life Manga. My homemade, sag ich schon. My roommate is a cat heißt die Reihe. Die haben mal, glaube ich, mit zurzeit 7 Bänden oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich glaube es. 7 Bände haben wir einmal, glaube ich. Genau, es ist ein reiner Slice of Life Manga mit 2 Hauptcharakteren eigentlich. Einmal unseren jungen Typen hier, einmal Subaru Mikazuki heißt er, glaube ich, und einmal unsere Katze hier, die Haru heißt. Ne? In dieser Reihe geht es eigentlich um diese 2 Personen, also eigentlich um eine Katze und einen jungen Mystery-Autor. Also unser junger Mann ist ein junger Mystery-Autor, der halt Bücher schreibt. Und seine Eltern sind halt vor kurzem einmal gestorben. Ich glaube beim Flugzeugunglück oder irgend sowas. Genau, und jetzt lebt er ganz alleine. Vom Charakter her ist er einmal sehr zurückgezogen. Er mag keine Menschen eigentlich. Ne? Er mag lieber seine Ruhe, möchte nur seine Bücher schreiben. Und das war es eigentlich. Mehr möchte er gar nicht. Ne? Ist eigentlich ein ziemlicher Einsiedler und ein Einbrötler. Deswegen hat er auch eigentlich keine wirklichen Freunde. Es gibt natürlich einen Freund, den er auf jeden Fall hat, der auch seit Kindertagen immer zu ihm gestanden hat und der ihn auch immer regelmäßig besucht und so. Ne? Jedenfalls ist es einmal so, dass er am Grab seiner Eltern auf einmal auf diese Katze trifft, die halb ausgehungert ist und er sie dann füttert und dann mit nach Hause nimmt. Ne? Und dann entwickelt sich sozusagen die Beziehung der beiden. Ne? Also wie das Leben mit einer Katze ist, das lernt er dann eigentlich. Ne? Und die Katze lernt auch, sie ist ja eine Straßenkatze dann halt, ich glaube schon von klein auf, wenn mich nicht alles täuscht. Sie lernt dann auch, wie es ist, mit einem Menschen zusammenzuleben, immer regelmäßig Futter zu haben, nicht mehr auf der Straße zu leben. Und er lernt halt dann, einen Mitbewohner zu haben, jemanden, um den man sich kümmern muss, um den man Verantwortung hat, ne? Und was halt zum Leben einer Katze halt alles eigentlich dazugehört, ne? Genau, es ist eigentlich fast so ein bisschen so ähnlich wie bei Manga Kult die Reihe A Man and His Cat, nur dass die
Hauptcharaktere ein bisschen anders sind. Aber im Endeffekt finde ich schon den Touch ziemlich ähnlich, ne? Weil es geht ja eigentlich auch nur um einen zurückgezogenen Menschen, der eine Katze trifft und dadurch seine Welt noch viel größer wird, weil er dadurch auch mehrere Leute dann kennenlernt. Unser Subaru hier auch, der lernt natürlich dadurch auch ganz viele Leute kennen, neue Leute, und sein Leben entwickelt sich ganz anders, nachdem er Haru getroffen hat, als er sich je hätte vorstellen können, ne? Also es ist, wie gesagt, ein reiner Slice of Life Manga. Was hier auch noch ganz super ist, dass es immer in verschiedenen Erzählperspektiven sozusagen beschrieben wird. Also ein Teil in dem Manga ist immer so die Sicht von unserem Subaru, und der andere Teil des Mangas ist immer aus der Sicht der Katze, ne? Also die Geschichte in dem Band wird sich dann immer ein bisschen wiederholen, weil es einmal aus der Sicht von Subaru erzählt wird und dann einmal aus der Sicht von der Katze. Was ich eigentlich sehr schön finde, ich blätter jetzt auch schon mal rein, damit ihr schon mal was seht. Hier ist unsere Haru einmal. Die lebt dann auf der Straße. Hier lebt sie jetzt schon mal bei Subaru. Und Subaru trifft sich dann halt auch mit seinem Redakteur oder sowas, was das ist. Naja, oder Verleger, der ja immer diese Mystery-Romane, die er schreibt, dann immer veröffentlicht und der ihnen dann regelmäßig immer neue Infos bringt und was weiß ich. Genau, hier seht ihr schon mal, wie Haru zu ihm gekommen ist. Da bringt er sozusagen das Lieblingsessen seiner Eltern zum Grab, seiner Eltern, und prompt kommt eine Katze aus hinterm Grab hervorgesprungen und frisst da dran. Ne? Und dann halt nimmt er sie halt mit nach Hause, und dann beginnt so ihre Geschichte. Ne? So, ich kann euch mal zeigen hier, wie das so ein bisschen aussieht, der Zeichenstil. Unsere Haru ist ein sehr süßes Kätzchen, ne? Also gar keine Frage. Ich meine, wer Katzen liebt, die Reihe ist auf jeden Fall für Katzenliebhaber. Und hier seht ihr auch immer die Geschichte, immer so die Situationen, die ein Menschen dann durchmachen muss, wenn er eine Katze hat, ne? Die schläft dann an unmöglichen Stellen, wo sie eigentlich nicht hin sollte, und dann weiß er nicht, wie er das machen sollte. Und wie gesagt, unser Subaru ist halt ein ziemlicher Eigenbrötler, der sich nur für seine Bücher interessiert, die er schreibt, und dadurch vergisst er aber auch, sich um sich selbst zu kümmern, ne? Und deswegen ist sein Kühlschrank eigentlich fast immer leer, außer sein Freund, der bringt ihn ab und zu dann immer noch was zu essen und so. Hier lernt er dann auch nochmal diese Besitzerin der Zoohandlung kennen, die ihm berät sozusagen, was er für die Haru dann halt braucht, weil er dann halt gemerkt hat, dass er sich, dass eine Katze mehr braucht als nur fressen und so. Genau. Hier ist nochmal unsere Haru. Die Situation und die beiden gerade ist einfach total niedlich und lustig, und der Humor macht diese ganze Slice of Life Sache einfach aus, ne? Und auch die Entwicklung von unserem Subaru ist einfach total schön, wie seine Vergangenheit war, ne? Mit seinen Eltern, die ja jetzt schon tot sind und so, und genau. So, jetzt will ich euch nochmal zeigen, was mal aus der Sicht der Katze, ich weiß gar nicht mehr, die müsste jetzt auch bald kommen. Also ihr seht hier auf jeden Fall schon mal ein Zeichenstil, wie der hier so halt so ist, ne? Und wie die Katze dann dargestellt wird. Also unsere Haru wird nicht die einzige Katze bleiben. Ich glaube, hier vorne hat man schon einmal den einen Hund gesehen. Weiß ich jetzt nicht mehr, wo das ist. Ah, hier fängt es. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, es war so ein. Naja, irgendwie, ich bin, glaube ich, ich habe einmal dran vorbeigeblättert. Auf jeden Fall wird auch immer noch die Gedanken auf jeden Fall von der Katze dann erzählt. Ne? Was hier auch lustig ist, die jagt hier irgend so einen Geist, den sie eigentlich sozusagen sieht, ne, aber er gar nicht mitbekommt, und deswegen entstehen so lustige Situationen oder Szenen dann, ne, und so. Und hier seht ihr auch noch mal Subarus Eltern, die hier gestorben sind. Genau. So. Genau, ich habe ja gesagt, es kommen auch noch mehrere Tiere vor. Hier ist auch noch mal eine andere Katze, die dann unsere Haru dann auch kennenlernt und die sie auch schon kennt aus ihrer Vergangenheit. So. Und auch andere Charaktere und so, die hier dann noch vorkommen. Hier ist auch schon mal eine andere Katze wieder, die auch mit dabei ist. Also wie gesagt, es werden ganz viele, hier ist nochmal die andere Katze zu sehen, ganz viele andere Charaktere noch vorgestellt, die unser Subaru mit der Zeit trifft, die er kennenlernt und mit denen er sich dann auch anfreundet. Ne?
Entschuldigung. So, ja, was macht die Reihe eigentlich aus? Also, wie gesagt, sie ist halt eine Slice-of-Life-Reihe und der Humor ist super toll, die ganzen Katzengeschichten sind natürlich super toll und ja, das macht es aus. Es ist halt eine leichte Reihe, wo man nicht viel nachdenken muss. Man kann einfach sich ein Band schnappen, da reinlesen und Spaß haben halt einfach an der Geschichte. Ne? Mehr ist es nicht. Ist nichts, wo man übelst viel drüber nachdenken muss oder sowas. Ist eigentlich so eine ganz leichte Reihe mal für zwischendurch. Genau, dann wäre ich auch einmal schon mal durch, weil zu der Reihe gibt es jetzt auch weiter nichts wirklich zu sagen. Und genau, dann haben wir es auch schon geschafft mit den Top 5 Mangas. Ne? Also Carlsen war jetzt der letzte Verlag, den ich euch vorstellen wollte. Und ja, dann wären wir damit durch. Und die nächsten Videos, die ich reinstellen werde auf meinen Kanal, werden entweder Manga Haul sein oder meine Vorstellung einer Reihe, wo ich dann nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehe, wie so eine Reihe ist. Aber da überlege ich mir noch, weil ich da noch nicht so genau weiß, wie genau ich das dann machen werde oder so. Auf jeden Fall werde ich dann auch noch ein Gelesen-Update reinstellen. Aber vorneweg, ich bin ein sehr schlechter Leser. Also ich lese nur, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und deswegen sind die Abstände auch immer ziemlich lang, ehe ich mal wieder eine Manga-Reihe oder Manga-Band lese. Und ja, ich bin eher so manchmal auch eher der Anime-Typ, ne, der lieber Animes dann schaut, anstatt, na, wie heißt das? Manga zu lesen. Meistens lese ich das in Manga, dann, wenn mir der Anime total gefallen hat und wenn es im Anime einfach nicht mehr weitergeht, ne? Deswegen, genau. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr so weiter zu erzählen. Also, genau, das nächste Video ist auf jeden Fall ein Manga-Haul von dem Monat jetzt einmal, also von Juni, was ich mir im Juni dann halt so gekauft habe. Und genau. Lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen da, lasst Kritik und Ideen da, die ihr habt. Ne? Schreibt einfach mal, was eure Lieblingsreihen bei Carlsen sind und so. Ne? Und dann würde ich sagen, einfach mal bis zum nächsten Video. Also bis dahin, tschüss!